Wenn du keine Heu mehr sendest, ist es genug? Ja. Wenn man beim Absensen oder beim Benutzen der Sense kein Heu mehr sozusagen da hat, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass man genug sozusagen davon hat und nicht noch mehr abbauen kann. So, Robin habe ich schon wieder vergessen. Ach, die mochte nur Juice. Ach, warum mag die nur Juice? Blöde Kuh. Hockst du wieder am Computer? Nee, du hockst nicht nur am Computer, okay. Ist Maru irgendwo da? Nee, keiner da. Keiner daheim. So, hier sind noch ein paar Pilze und Haselnüsse. Oh, da haben wir Abigail. Abigail war schon wieder. Ich kann mir das immer nicht merken. Abigail war Amethyst unter anderem. Genau, Abigail war Amethyst unter anderem. Wobei ich glaube, ich habe ihr ja diese Woche schon jetzt zwei Geschenke gemacht. Okay, geht nicht aktuell. So, Moment. Du bist der gute Lioness. Der gute Lioness mag Kokosnüsse. Der gute Lioness mag Kokosnüsse. Dann will ich ihm noch schnell eine Kokosnuss schenken. This is wonderful. You've really made my day special. Oh, ist er nicht toll? Ich mag ihn. Ich will ihn knuddeln. Er ist so nett. Und er ist so toll. Aber er ist auch so lieb und alles. Und ja. So, Maru, 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 Maru. Da kommt Maru und Maru. Ja, Maru war das mit der Batterie. Ich wusste es doch, jemand mochte die Batterie. Is it? Oh wow, Cyrus, this is spectacular. Natürlich. Natürlich ist es spektakulär, wenn ich meine Geschenke auspacke. Wenn ich einen Mantel aufmache, reinpacke und irgendwie tolles Zeug raushol. Moment, das klingt etwas falsch. Das klingt etwas falsch. Schließlich haben wir keinen Mantel an, also können wir ja nicht den Mantel aufmachen. Das ist es nämlich. So, ach, schon wieder Alex und der Alte. Ach, wir haben aber diesmal nicht die Dingsblume für die. Für Evelyn, schade. This is cool, thanks. Einfach ein bisschen glücklich machen. Thanks. So. Da ist wieder Willi, der Gold will. Moment, können wir mal gucken? Ja, wir haben doch recht vielen Leuten jetzt schon zwei Geschenke gemacht. Ja, Abigail hätten wir eigentlich noch was schenken können, aber irgendwie wollte er nicht. Irgendwie wollte der nicht. Oh, Krobus können wir auch was beschenken. Können wir auch beschenken. Ah, Krobus mag auch Pumpkin und Goldbarren. Okay. Und dem Zwerg können wir Sachen schenken. Verstehe, verstehe. So, hier sind sie wieder alle versammelt. Lea, Lea hatte den Müll gemocht, ne? Lea brauchen wir nicht. Gus mag Juice und Sashimi habe ich immer noch nicht. Emily. Emily können wir, glaube ich, noch was beschenken. Und zwar den Jadestein nehmen wir damit. Oder dafür. Ah, okay, wir haben. Haben wir ihr doch zwei? Ich dachte, ich hätte ihr noch nicht zwei gegeben. Weil der gute Shane, der da drüben steht, dem kann ich noch was schenken. Und. Okay, so. Oh wow, Cyrus, how do you know this is my favorite? Ja, weiß ich immer noch nicht, woher ich das wusste. Das ist, war so eine Eingebung. Einfach eine Eingebung. So, Clint hat, glaube ich, schon zwei Geschenke bekommen von uns. Clint hat, glaube ich, schon zwei Geschenke bekommen. Die Kinder sind wahrscheinlich schon alle am Schlafen. Genau, nach 18, nach 20 Uhr dürfen wir nicht mehr Wohnungen betreten. Ich verstehe auch nicht, warum. Warum sollte. Das kleine Mädchen. Das kleine Mädchen. Moment, 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 Moment. Halt. Oh, ich habe sie noch abgefangen. Wie heißt sie? Kleines Mädchen, wie heißt du? Ich will deinen Namen. Sag mir deinen Namen.
Nee, wir sind nicht gruselig, weil wir kleinen Mädchen nachts hinterherrennen. Fairy. Oh, sie mag eine Fairy Rose und eine Kokosnuss. Ich habe beides. Oh. Natürlich habe ich beides nicht mehr. Ich habe ja die Kokosnuss gerade. Na, Mist. Ja, Mist. Nicht gut. Das war jetzt ein bisschen doof. Das war ein bisschen doof vielleicht. Na gut, dann machen wir halt Holzhacken, bis die Nacht vorbei ist. Und wir haben ein Schwein! Wir haben ein Schwein! Also ein echtes Schwein, nicht einfach nur Schwein gehabt oder so, sondern ein Oink-Oink. Ich bin mir sicher, wenn wir Affen halten könnten, dann hätte ich schon den ersten Kandidaten, der sofort zur Stelle wäre und laut hier schreien würde. Aber auf dem Bauernhof hat ein Affe nichts zu suchen, leider. So. Und ich wette mal, wenn ich jetzt schon wieder überlege, meine Tonspur ist wahrscheinlich schon wieder total asynchron zum Video. Von der Aufnahme her. Ich weiß nicht, was da in letzter Zeit los ist. Ich merke bei allen Aufnahmen überall immer so kleine Fehler und ich weiß nicht, wo die herkommen. Gerade Stardew Valley war in den letzten Aufnahmen eine Katastrophe. Also nichts, was man nicht repariert bekäme, aber es ist schon mühselig. Also es ist leider sehr mühselig dann gewesen. Da war bei Stardew Valley eine Zeit lang eigentlich das Ding, wo ich die wenigste Problematik mit hatte, aber in letzter Zeit, ne. Na gut. Was will man machen, da steckt man nicht drin, ne? So. Habe ich hier noch irgendwo einen Baum, den ich abholzen könnte? Ich weiß nicht, ob auf unserem Hof schon wieder ein Baum nachgewachsen ist. Nee, so wie es aussieht. Nö, so wie es aussieht, nicht. Alles cool. So, dann schnell den wichtigsten Kram unterkriegen. Genau, das kommt hier hin, die Haselnuss. Ich muss mal gleich im Kühlschrank gucken, ob ich da eine Haselnuss hatte. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir gerade nicht sicher. So, Blackberry, dann können wir doch hier Blackberries mal nachfüllen. Ups. Und das. Genau, dann machen wir nämlich als nächstes Blackberry-Marmelade. Oh, Moment, was ist das da? Rusty irgendwas. Ich glaube, davon, na, das haben wir schon. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir das schon haben, aber egal. So. Damit sind wir durch. Jetzt wollte ich Salmon Berries mitnehmen. Weil der Kent die ja mochte. Und die Hollies mag die Künstlerin. Deshalb wollte ich die jetzt auch mal mitnehmen. Genau. So, und hier brauche ich ein bisschen Marmelade, aber nicht alles. Den Rest kann man ja verticken. Und ich könnte mal wieder Juice herstellen, ne? Ja, ich könnte hier mal Juice herstellen. Die unteren beiden arbeiten. Wobei, verdammt, ich glaube, jetzt habe ich kein Juice hergestellt, sondern Wein. Ah, wie mache ich nochmal Juice? Ein Vegetable hätte ich reintun müssen. Genau, für Juice brauche ich ein Vegetable. Verdammt. Na egal, passiert. Beim nächsten Mal versuche ich dran zu denken. Wird wahrscheinlich auch wieder in die Hose gehen. Aber immerhin versuche ich dran zu denken. Das ist ja auch schon mal viel wert. So, was sagt der Wetterdienst? Yay, beautiful sunny. Wow. Doof. Na gut.
aber jetzt. Ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Aber für heute ist jetzt mal wirklich Schluss mit lustig. Ah, Summon Berry bringt echt nicht viel Kohle. Bringt echt nicht viel Kohle. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Ich danke euch auf jeden Fall fürs Reinschauen. Ich habe leider nicht länger durchhalten können, aber wir haben doch einiges wieder geschafft, haben wieder ein paar coole Sachen gemacht. Und es war ein ganz entspannter Stream. Es war einfach mal ganz entspannt, ohne irgendwie so sich Stress zu machen bei Stardew Valley. Ich mache mir ja gerne Stress. Ich bin ja ein ganz furchtbarer Stressmacher, aber gut. Da muss ich einfach lernen. Da muss ich einfach noch reinwachsen in das ganze Streamer-Ding. Ich mache das zwar jetzt schon ein Weilchen, aber ich merke doch, dass ich mit vielen Dingen noch erstmal lernen muss, umzugehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt Spaß, habt eine schöne Zeit. Und Cheerio, the King has left the building. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Stardew Valley. Tatsächlich diesmal eine Aufnahme, keine Aufnahmesession, kein Live-Let's Play. Ich habe jetzt entschieden, mindestens einmal mache ich es jetzt halt offline. Das liegt daran, dass ich ein paar Themen ansprechen möchte, ein paar Gedanken ansprechen möchte, eher ernsterer Natur. Und ich habe das Gefühl, so richtig wäre das live nicht möglich. Ohne dass das jetzt wie ein Vorwurf klingen soll, aber der Chat ist halt immer oder hat immer eine gewisse humorvolle Natur. Die Leute sind natürlich auch bei einem Streamer dabei, um ein bisschen unterhalten zu werden und nicht unbedingt um über irgendwelche Negativgedanken, Probleme oder sonst was zu reden. Deshalb mache ich das Ganze jetzt eben nicht im Livestream, sondern halt als Aufnahme, offline sozusagen. Ich will nämlich ein paar Gedanken aussprechen, ein paar Sachen ansprechen, wo diese humorvolle Natur des Chats mir einfach ein bisschen in die Quere kommt. Insofern, dass ich glaube, ich könnte nicht ausreichend ernst bleiben und nicht ausreichend bei der Sache bleiben, wenn ich halt den Chat dabei habe, weil es dann doch am Ende alles ein bisschen humorvoller werden würde und so, was ja auch völlig irgendwo in Ordnung ist und seine Daseinsberechtigung hat, aber einfach jetzt gerade nicht von mir gewünscht ist. Ich möchte Dinge ansprechen, ich möchte ein bisschen. Ach verdammt, hier wird ja automatisch gegossen. Ich möchte ein bisschen mich erklären, sage ich mal in Anführungszeichen. Möchte ein bisschen ansprechen, was für mich momentan privat oder was für mich irgendwo gerade schief läuft. Oh, schief läuft klingt so falsch einfach. Es klingt alles so extrem in eine Richtung, wie ich es gar nicht meine, aber ich weiß gerade einfach nicht, wie ich es anders anspreche oder wie ich es anders bezeichnen soll. Wer es mitbekommen hat, wer auf Twitter oder so folgt, der weiß ja, dass ich jetzt eine Zeit lang nicht streamen wollte oder will. Es kann sein, dass sich das schon wieder bald ändert, weil ich überlegt habe, mir ein Spiel zu holen, worauf ich irgendwie extrem viel Lust hätte, es zu spielen, obwohl ich noch genug zu tun habe oder genug Spiele zu spielen habe. Das ist auch eine Sache, die ich gleich mal ansprechen werde noch. Und da sind einfach so viele Spiele, die noch gespielt werden müssen. Und trotzdem ist dieses Spiel gerade das, worauf ich irgendwie am meisten Lust hätte, weswegen ich es vorziehen möchte. Und nein, das ist kein Resident Evil, auch wenn das momentan gefühlt jeder spielt. Es ist kein Resident Evil, was ich meine. Sondern eigentlich sogar in eine komplett andere Richtung als Resident Evil, muss man ja sagen. Wirklich eine komplett andere Richtung. Ich ziehe es jetzt, glaube ich, mal kurz so auf, dass ich erstmal anspreche, was denn meine Probleme momentan sind oder was momentan mich in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, belastet momentan. Welche Gedanken da in meinem Kopf irgendwie falsch geschaltet sind, klingt so falsch, aber womit ich mich beschäftige. Es ist so,
dass ich das Gefühl habe momentan, eigentlich müsste ich total glücklich und total zufrieden sein und total das Happy Life haben, weil irgendwie momentan ja nur tolle Sachen mir passieren. Ich habe hier jetzt im Übergang der Jahre habe ich geschafft, die 100 Follower-Marke zu knacken, was ja, Scale ist ja gut, das Schweinchen hier. Habe ich ja geschafft, die 100 Follower-Marke auf Twitch zu knacken. Auf YouTube habe ich ja auch eigentlich einen Status, wo ich überhaupt nicht klagen sollte oder total zufrieden sein sollte. Scale ist noch ganz jung, der will noch nicht Trüffel sammeln. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass mein Leben momentan einfach von negativen Dingen bestimmt wird. Eher einfach mein Privatleben. Das, was man halt nach außen sieht, ist natürlich immer nur eine Facette. Das ist halt die Facette des Typen, der halt auf YouTube Videos macht, Videos hochlädt, der ganz lustige Sachen macht und immer auch irgendwie lustig drauf ist und so. Aber das ist halt nur ein Gesicht, nur eine Facette von mir halt. Die Sachen, die vielleicht nicht so toll laufen, die sieht man halt nicht. Und was zum Beispiel nicht so toll läuft, ist halt die Haussuche. Ist immer noch sehr belastend, weil die Wohnungssituation hier immer beschissener wird. Rupko und ich sind immer unzufriedener mit den Nachbarn, wie die drauf sind, wie es aktuell mit den neuen Nachbarn hier läuft und so. Es ist alles nicht sonderlich schön. Oh, genau. Das sollte ich mir auch demnächst kaufen, wenn ich mir ein Schaf zulege. Und deshalb diese ganze Haussuche ist halt belastend, natürlich. Wir sind halt auch, oder wir fangen halt auch an nachzudenken, sind wir selber schuld? Sind wir zu anspruchsvoll? Wollen wir zu viel? Wollen wir irgendwie das perfekte Haus, was es nicht gibt? Das sind so Fragen, denen wir uns jetzt momentan stellen oder Gedanken, die wir so haben. Oh, verdammt. Wie heißt sie denn jetzt wieder? Ich kann ja natürlich auch wieder Geschenke verteilen. Jetzt muss ich gerade gucken, wie heißt sie denn schon wieder? Das ist Jess. Jess mag Kokosnüsse. Ich glaube, ich habe keine Kokosnuss. Habe ich eine Kokosnuss? Nein, wir haben keine Kokosnuss geklaut. Wird die Kokosnuss geklaut? Wir haben keine Kokosnuss geklaut. Oh, Moment. Wir können ja mal gucken, was hat der Typ im Angebot? Was hast du? Kite Master 95, nein.